Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Heute bereits am Mittwoch. So, bin gerade dabei, hier das fertig aufzufüllen. Seht ihr hier? Wir haben gestern angefangen. Und heute sehe ich irgendwie eine Anzeige. Moment, ich muss hier reinhüppen, ne? 57, 58. Boah, es dauert schon lange, ne? Wir haben hier aber noch irgendwas, was ich gesehen habe, wo ich mir nicht ganz klar bin, was das ist hier. Was ist das? Kann man das hier auch verkaufen? Oder ist es hier nur ein Lager? Oder wie ist das hier? Ich weiß es nicht. Hier, das sieht mir so aus. Da sehen wir hier Stroh bekommen. Ist das Stroh? Nee, oder? Du hängst halt hier überall fest, ne? Das ist aber auch kein Stroh. Ist das Schweinefutter vielleicht? Boah, kannst du haben, ne? Schweinefutter kannst du haben. Wir haben auf alle Fälle gestern, für die Leute, die es nicht gesehen haben, gestern angefangen hier etwas, wie nennt man das? TP-Strecken anzufahren, weil ich einfach diese Wege mir sparen möchte, von hier nach hier, zu hier und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Das möchte ich mir einfach sparen. Die Arbeit, die dann an der Ort und Stelle gemacht werden muss, mache ich ja sowieso. Oder werde ich zumindest so machen, dass ich das machen werde. Oder werde ich einteilen, so muss es formulieren. Aber den Weg erspare ich mir schon mal. Und ja, dass es halt so hin und her geht. Das gleiche werden wir in der Kalkgrube, glaube ich, heißt das da oben, werden wir es auch machen. Heißt das Kalkgrube? Ich glaube, es heißt Kalkgrube, da oben, rechts oben. Da werden wir das auch machen. Das läuft auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Gesamtkontostand bekommen, wie viel das gekostet hat, diese Mischration hier. Ich muss mir auf alle Fälle ein Lager suchen, wo ich das reinballere. Vielleicht kann ich das sogar im Hofsilo lagern, das weiß ich nicht, siehst du? So, ich denke mal, es waren ungefähr 2000. Ungefähr 2000. Da hat derjenige, der mir das in die Kommentare geschrieben hat, vor ein paar Tagen, hat tatsächlich recht gehabt. Vielen Dank für deinen Kommentar auf alle Fälle. Das hat mich wirklich, bringt mich wirklich sehr weiter. Ich glaube, das ist Schweinefutter. Wir werden da gleich nochmal runterdüsen. Ich wollte ja sowieso mehr Strecken machen, ne? Und da bietet sich das natürlich an. So, wir sind hier am Viehhandel. So, jetzt müssen wir eigentlich rechts, glaube ich, ne? So, bringen wir mal die ganze Kiste hier zum Hof. Das heißt, es wird dann ein Kurs werden, Viehhandel zum Hof. Und da gibt es den Kurs, kannst halt dann vervielfältigen hoch 15. Doch, ich finde den ganz gut, den Kurs. Ich finde den echt ganz gut. Ja, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du alles abfährst einmal. Und dass du dann von den Kurs, den du da abfährst, jedes Mal eine Zweigstelle machst. Aber das finde ich irgendwie nicht cool. Ich finde da wirklich besser, einen Kurs zu haben hier, der sagt, zack, zack, von bis hierhin und so weiter und so fort. Finde ich besser, als wie jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, das alles aufzuteilen. Das mag ich nicht. Ich weiß, dass es die Möglichkeit geben würde, aber das mag ich nicht. Das ist langweilig. Finde ich zum Beispiel, finde ich nicht gut. Nee, finde ich nicht gut. So, es gibt ja wirklich, man muss ja sagen, auf der Hofbergmann ist es ja wirklich möglich, sehr viele Sachen kostenlos oder sehr, sehr günstig zu bekommen. Zum Beispiel diese Mischration hier. 40.000 Liter für, was waren das? 2.000 nicht mal, glaube ich. Aber das ist schon verdammt günstig. Wirklich günstig. Das hätte ich mir nicht gedacht, aber das ist echt, echt wahnsinnig günstig. So. Ja, jetzt müssen wir gucken, wann die anderen Felder reif sind, damit wir das auch machen können. Aber ja, ich weiß nicht, wie viel Mischration wir tatsächlich brauchen. Aber ich habe tatsächlich am Hof, wie gesagt, das müssen wir gleich testen. Aber ich glaube, dass ich da mehrere Möglichkeiten habe, das zu lagern. Wenn wir das nicht irgendwo reinschütten können, dann können wir es auf alle Fälle in so ein stationäres Lager packen. Oder was heißt stationäres Lager? Es ist einfach so eine Abteilung, wo du es hinkippen kannst und dann holst du es wieder raus, wenn du es brauchst. Fertig. Ich glaube, dass ich es hier reinkippen kann, aber das müssen wir gleich mal sehen. Ich mache jetzt erstmal den Kurs fertig zum Hof. Und wenn ich sage zum Hof, dann ist das immer die gleiche Ein- und Ausfahrt. So, das ist nämlich hier. Stopp. Speichern. Viehhändler. Hof. Zack, haben wir wieder einen Kurs gemacht. So, jetzt müssen wir gucken. Rückwärtsgang reingeballert hier. Macht halt schon recht Spaß hier, ne? Ist ja echt krass. So, die Garage können wir ganz... Das stört mich immer wieder, ne? Ich mach die mal zu. Nicht, dass noch irgendwer unser Werkstatt-Equipment hier mitnimmt. Das wäre nicht so geil. So. Okay, das passt auch. Ach ja, ich sag's euch.
So. Da versuchen wir mal, ob das hier reingeht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, aber ich muss ja das natürlich auch für mich selber hier, ne? Finden. Oder was heißt finden? Ich muss es für mich selber erforschen. Und da ist es halt ganz hilfreich, wenn ich weiß, okay, hier geht das rein, hier geht das rein. Wird hier nicht angenommen. Okay. Haben wir, glaubt ihr, ja, das kann ich jetzt, ich kann euch jetzt schlecht fragen, ne? Haben wir sonst eine Möglichkeit? Weil ich glaube ja zum Beispiel, ne? Hier, das wäre Mischration. Das kann ich das kann ich tatsächlich verkaufen für 81. Habe ich eine Möglichkeit, das irgendwo einzulagern? Das ist halt die Frage. Das ist echt eine gute Frage, wie ich finde. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Aber es gibt jetzt so viele versteckte Sachen, ne? Also es könnte schon sein, dass wir irgendwo das einlagern können, aber es ist halt nicht hundertprozentig gesagt. Zum Beispiel hier, das haben wir ja Heu. Das ist auf keinen Fall. Hinten haben wir Schweine, die brauchen keine Mischration. Hier haben wir den Güllemist, das brauchen wir auch nicht. Das ist der Schnellgedönser, wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht genau. Das kann es auch nicht sein, ne? Das heißt, wir haben wahrscheinlich keine Möglichkeit, das einzulagern. Wir könnten aber auch einen Haufen machen irgendwo und dann, wenn wir es brauchen, einfach wegnehmen. Was wir auf alle Fälle uns anschaffen müssen, ist ein großer, und ich meine wirklich ein großer Hoftrack. Also kein Hoftrack in dem Sinn, sondern etwas mit einer Schaufel, mit einem vernünftigen dran. Das müssen wir auf alle Fälle organisieren, weil das dauert sonst einfach Jahre, um diverse Sachen zu machen. Das finde ich nicht cool. So, hier geht schon ganz schön was rein, ne? Alter, der hat da alles... Alter! Ja gut. Alles genommen, ne? Alles. Das Coole ist jetzt halt, wir fahren jetzt nochmal diese Strecke ein, weil ich hab's nicht angefahren, weil ich gestern zum falschen Ort gefahren bin. Das war mein Problem leider. So, fahren wir hier mal raus. Sonst können wir das hier unten auch irgendwo reinkippen. Da habe ich echt kein Problem mit. Türchen zumachen. Perfekt. Okay. Was sagen denn unsere Felder? Weil ich bin ja bemüht hier, ne? Die sind noch nicht reif. Das Feld 2 ist reif, aber was kostet das Feld 2? 114.000. 1,42 Hektar. Das ist halt wieder so, oh, weiß ich nicht. Groß ist halt anders, ne? Groß ist echt anders. Aber was willst du jetzt großartig am Anfang so ein mega Feld haben, dass du sowieso nicht, ja, 500.000 ist halt weit ab von irgendwelchen Realismus-Sachen. Ich überlege mir das jetzt nochmal. Also wir fahren jetzt nochmal runter. Ich werde mir das bei der Fahrt nach unten überlegen. Es wird Nacht, ne? Ich hasse Nacht. Ich sag's ja nicht oft, aber ich hasse die Nacht. Ich kann euch aber auch nicht sagen, warum, weil ich, ja, weiß ich nicht. Ist ja klar, dass da jetzt jemand kommen muss, ne? So, da fahren wir nochmal runter. Das heißt, wir kaufen jetzt einfach noch eine Fuhre Mischration. Aber wir werden hier schon dann die erste, oh Mann, das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Also nicht gut, wollte ich sagen. Weil wir müssen dem jetzt hinterher kriechen. Oh nee, du. Oh nee. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt überholen würde, das wird natürlich alles im Kurs gespeichert, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Und dann, ja, wenn da jetzt irgendwann auf der anderen Seite zufällig genau zu dem Zeitpunkt ein Fahrzeug kommen würde, dann haben wir die Arschkarte. So, was ist das hier rechts eigentlich? Lass mal ganz kurz gucken. Das ist irgendein Lager für irgendwas. Ich habe noch nicht rausgefunden. Ich finde den Boden ja mit... Moment. Hier ist ein Röhrchen. Was ist das? Ist das so ein Allgemeinlager für alles? Aber warum dann das Rohr? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn in meinen Augen. Hä? Moment mal. Du willst mir nicht erklären, dass es sowas wie ein Universallager mit Rohraufladung gibt. Das kann mir doch jetzt niemand erzählen, oder?
So, wir fahren jetzt nochmal zum Viehhandel. Und es ist mir eigentlich jetzt komplett egal. Ja, oh nee, das ist nicht egal. Das dauert jetzt einfach zu lange. Verdammt. Ja gut, dann haben wir morgen zumindest was zu tun. Dann haben wir morgen noch richtig was zu tun. Weil, dann möchte ich wirklich testen, ob das, ob man da hier Sachen reinkippen kann. Egal was. Und du es einfach übers Rohr wieder rausziehen kannst. Das wäre halt schon... Boah, wenn sowas... Das wäre schon mega geil. Muss natürlich auf alle Fruchttypen geschrieben sein. Ja, ist klar. Muss auch die ganzen Planes müssen drin sein. Oh, das wäre mega Arbeit. Aber es wäre schon cool, wenn es sowas geben würde, ne? Ja, ich sehe das auch hier. Die ganzen Sachen muss man alle erst einfahren. Das habe ich am Anfang absäumt, sonst hätten wir tatsächlich das mit dem Auto machen können, weil das einfach viel, viel schneller funktioniert mit dem Auto. Aber ich sag mal so, hier sind noch Schafe, das verstehe ich nicht. Hier sind noch Schafe, gehören die zu uns oder nicht? Aber was ich sagen wollte, hier haben wir noch das Lager, da können wir auch einiges abholen. Auf die Art und Weise, wenn du die Map halt so abfährst, ne, dann lernst du halt die Map auch kennen. Und das ist auch etwas, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Weil dann weißt du einfach, okay, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Was ich doch sehr, sehr geil finde. Sag mal, da. Hof. Viehhändler. Wir hatten ja bereits einen Kurs Viehhändler Hof. Und jetzt kommt eben Hof Viehhändler. So, das ist vollkommen okay, wenn wir hier ein bisschen was bezahlen müssen. Wirklich vollkommen okay. So, du kannst erstmal zurück zum Hof. Fahren wir jetzt aber die lange Strecke hinten rum, weil ich habe diesen Fruchtzerstörungsmod mit drin. Das heißt, wenn wir da jetzt irgendwo drüber tuckern, dann haben wir da ein Problem. Das muss ja ehrlich gesagt nicht sein. Ist schon wieder Zeit zum Licht anmachen? Ist ja schrecklich, ey. So, ich muss auf alle Fälle, ich glaube nicht, dass das standardmäßig verbaut ist hier, aber ich gucke trotzdem nochmal nach. Kann sein, nee, hat er nicht gemacht. Das heißt, ich muss ja diesen Verkaufsmod mit reinnehmen. Oder die ganze Milch einfach wegpumpen, weißt du, das geht natürlich auch. Also diesen Nicht-Verkaufsmod, ich möchte nicht, dass die Milch verkauft wird über Nacht, das möchte ich nicht. Sondern die sollte da bleiben, weil ich möchte natürlich Butter draus machen. Aber da müssen wir auch mal gucken, wie weit es mit der Butterproduktion steht, ne? Hier haben wir schon ein bisschen Gülle, nice. Zack, drüber gesprungen. Ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich diesen blauen New Holland Teleskoplader für den Hof. Ich finde den mega cool. Ich weiß, es ist Mod und ich weiß, er ist nur umgeskinnt und so weiter. Ich finde den aber tatsächlich besser, also wirklich viel besser als wie die ganzen anderen Sachen. Muss ich echt so sagen. So, wir müssen uns dann auch mal... Hat sie mich jetzt geschockt, Alter. Da steht jemand. Alter, bin ich schreckhaft. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Alter. Du kannst natürlich die Butter so rumwerfen. Das geht doch nicht. Upp. Ah, wie bringe ich denn das jetzt wieder gerade hin? Gar nicht wahrscheinlich, ne? So, kann ich das hier rauflegen? Kann man da ein Bändchen rummachen? Nee, ne? Könnt ihr aber fahren damit, aber gute gibt es hier nicht, ne? Ne, gibt es nicht. Okay, das funktioniert auch. Haben wir ja kein Licht, hier ist so wahnsinnig dunkel hier drin. Ja, danke, geht doch. Fragen hilft meistens, ne? So, ich springe immer in den falschen Wagen. Ich möchte in diesen Wagen rein. Ja, jetzt geht's. So, dann müssen wir noch ein bisschen Milch wegsaugen, weil wir haben verdammt viel Milch hier drin, aber glaube, wir können gar nicht so viel in diese Gedöns hier reinballern, in diese Buttermaschine. Gibt auch keine Alternative, ne? Also es gibt nichts Größeres, was... Natürlich könntest du dieses Fass hier umschreiben, von der Kapazität her, aber braucht auch kein Mensch. Die Frage ist halt, steige ich aus, ne? Rollt zurück, das Ding, ne? Das ist halt auch nicht so geil. Aber ich kann das auch nicht machen. Ich hätte gerne im Tablet geguckt, wie das aussieht, ob man das... Ich sehe aber die Anzeige hier, ne? 500... Noch irgendwas Liter sind drinnen. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht. Das ist mein Problem. Könnte aber auch einfach 5 oder 6 von diesen Fässern kaufen. Ey, das wäre doch eine Idee. Das wäre doch eine richtige... Weil dann können wir einfach 5.000, 6.000 Liter schon mal auf Vorrat halten.
Weil dann wird das nicht verkauft über Nacht. Oder ich nehme halt einfach dieses Nicht-Verkaufen-Gedöns mit rein. Das wäre natürlich auch möglich. Dann hätten wir das nicht so umständlich. So, wie viel ist hier drin jetzt? 1000 Liter gehen rein. Okay, und Butter wird hier reingeballert. Nice. Okay. Ja, hier haben wir noch zwei Fässchen mit Butter. Die sind schon fertig. Oh, das Sonnenuntergang ist natürlich wieder mega geil, ne? So, hier sind wir auch fertig. Super. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, sind wir fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 3000 kostet das, siehst du? Ist aber auch nicht so tragisch. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet, zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Ich würde mich sehr freuen. Ich nehme auch das Schild mit rein. Zu dem Nicht-Verkaufen-Gedöns. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, gut. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.